Das Stadtderby steht an. Im Stadion Hohe Luft empfängt FC Teutonia die zweite Garde des Hamburger Sportvereins, die Regionalliga Nord. Sie brodelt so richtig gleich zu Beginn. Die Gastgeber können mit einem Sieg weiter von der Sonne grüßen. Für die Hamburger geht es um Wiedergutmachung nach dem 0:5 gegen Norderstedt. Die Gäste von links nach rechts, die Gastgeber in Schwarz und Weiß. Wir gehen rein in eine sehr ruppige Partie. Schiedsrichter Yannick Schneider zu Beginn erstmal voll im Mittelpunkt. Gleich die nächste heftigere Aktion für den Referee. Ein richtiger Workshop hier in Selbstbehauptung. Die Spieler wollen es natürlich wissen. Doch die Rudelbildung kann da noch verhindert werden. Gelber Karton, den gibt es dann am Ende für Harz. Den Hamburger mit der Nummer 7. Und dann gehen wir auch rein in die spielerischen Aktionen dieser doch sehenswerten Partie. Die erste Aktion, sie gehört den Hausherren. Und sie landet gleich im Netz, das 1:0. Ife Adigo, der Mann mit den nigerianischen Wurzeln, nickt den rein. 13. Spielminute, die Führung. Nicht energisch genug attackiert, die Hamburger Abwehr körperlos. Ife Adigo weiß hingegen, was er macht. Und in der Folge reagieren dann die Gäste mit wütenden Angriffen. Der Traditionsklub will es wissen, aber die ganz großen Chancen, sie springen dabei nicht heraus. Und auf der Gegenseite sieht das anders aus. Wieder Kopfball und schon wieder Tor, das 2:0. Weidlich macht ihn rein, 37. Minute, der ehemalige Drittliga-Akteur. Auch hier nicht gut genug attackiert, die Hamburger Abwehr zu weich, zu weit weg vom Gegenspieler. Und dann steht es hier 2:0. Mit dieser Führung gehen wir auch in die Kabine und springen dann direkt rein in Durchgang 2 mit dieser Offensivaktion der zweiten Garde des Zweitligisten. Und hier liegt Schiedsrichter Schneider aus meiner Sicht falsch. Das hätte in meinen Augen die rote Karte geben müssen. Gibt aber nur Gelb, keine Notbremse. Also hier etwas Glück für die Männer aus dem Stadtteil Ottensen, die damit weiter 11 gegen 11 spielen. Der folgende Freistoß. Ein Fall für Rexepi und der streichelt das Gebälk. Wieder Pech für den HSV und Glück für die Hausherren. Da wäre auch Keeper Liesegang nicht mehr rangekommen mit großer Wahrscheinlichkeit. Toller Freistoß an sich, aber es kommt dann, wie es kommen muss. Die Männer aus Altona wieder im Vorwärtsgang und wieder mit Zielwasser das 3:0. Fabian Kraudenz, 67. Spielminute, selbst lange für den HSV gespielt. Hier trifft er gegen seinen ehemaligen Club. Die Abwehr sieht wieder nicht gut aus. Keeper Mensa kann man bei keinem Gegentor einen Vorwurf machen. Und vorne, da kann es der HSV dann auch nicht mehr herausreißen. Am Ende steht ein 3:0. Für Ottensen, da die damit weiter auf Platz 1 thronen. Am Ende des Tages etwas zu hoch das Ergebnis. Jetzt aber voller Fokus für die Hausherren auf das Pokalduell gegen Bayer 04 Leverkusen.